Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Heute geht es um Underwater von Matt de la Peña und das ist Ende Juni im DTV Verlag erschienen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Tolle Vorbereitung wieder. 338. Und es ist ein Jugendbuch mit so ein bisschen Katastrophenelement. Vorweg noch vielen Dank an den DTV Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Ich wurde auf den Autor aufmerksam durch eine Kurzgeschichtensammlung zum Thema Weihnachten. Ich glaube, das Buch steht hier auch irgendwo. In dieser Kurzgeschichtensammlung befindet sich auch eine Geschichte von Matt de la Peña. Das ist My True Love Gave to Me. Das ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall mochte ich diese Kurzgeschichte unheimlich gerne, fand sie ganz, ganz toll und witzig und süß und so. Und deswegen dachte ich, muss ich doch mal was von diesem Autoren lesen. Hier geht es um Charles, der in den Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff, auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff arbeitet, zusammen mit anderen Jugendlichen und da aushilft und sich um das Deck und den Pool und so weiter kümmert. Schon am Anfang seiner Reise wird er Zeuge einer, dramatischen Situation, würde ich es mal nennen, eines Ereignisses, das er nicht so leicht verarbeiten kann, hat danach mit Albträumen zu kämpfen und auch Verfolgungswahn, beziehungsweise ist fest davon überzeugt, dass ihm jemand folgt auf dem Schiff, beziehungsweise dass ihn jemand beobachtet. Am Abend dieses dramatischen Ereignisses hat Shai noch ein Gespräch geführt und in diesem Gespräch sind anscheinend wichtige Informationen gefallen und wichtige Informationen preisgegeben worden, die Shai aber so nicht erkennen oder herauslesen kann aus dem Gespräch und sich deshalb fragt, was zur Hölle diese Leute von ihm wollen. Und es ist alles so ein bisschen mysteriös und ich denke, wenn man sich das Cover des Buches und den Titel anguckt, kann man erahnen, was da noch kommt, aber ich möchte es nicht laut aussprechen. Auf jeden Fall ist das so, dass ich mir hier, glaube ich, nicht unbedingt den Klappentext durchlesen würde, denn das, was hier im Klappentext beschrieben ist, passiert erst relativ spät im Buch und das ist so ein bisschen, das ist nicht gerade förderlich für die Atmosphäre, finde ich, weil sich der Anfang schon extrem zieht, weil man denkt, ja, wann passiert es denn endlich? Und das ist ein bisschen schade und das war eins meiner Probleme mit dem Buch. Mir hat es leider nicht ganz so gut gefallen, also es war mittelmäßig. Ich fand an sich die Grundidee war super spannend, auch mit der Verfolgung und den Informationen und dann später kommt noch was raus, wo man halt echt irgendwie, das hätte man richtig cool aufmachen können, aber ich fand das alles sehr langweilig, vor allem von Beginn an hat es mich nicht sehr gepackt und der einzige Charakter, den ich in diesem Buch mochte, war irgendwie Shai. Wobei Shai auch manchmal so ein bisschen merkwürdig ist. Aber alle anderen Charaktere haben mich irgendwie kalt gelassen und das war einfach, leider nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist sogar erst der Anfang. Ich glaube, im Englischen gibt es noch einen zweiten Teil oder sogar noch einen dritten. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich bin aber nicht sicher, ob die geplant sind, ob da noch weitergemacht wird. Das Ende ist, glaube ich, auch als Einzelband zufriedenstellend, wobei es wird nicht alles beantwortet, aber naja. Es hat mich tatsächlich dann auch nicht ganz so sehr interessiert, einfach weil mich das Buch nicht packen konnte und ich die Charaktere irgendwie nervig fand und mich auch einfach, da keine Sympathie aufkam und mich überhaupt nicht mit denen identifizieren konnte. Das war also leider nicht so vielversprechend, wie es sich angehört hat. Es hat sich auch einfach super spannend und rasant und abenteuerlich angehört, aber das war es leider auch irgendwie nicht. Die Idee klang so gut, aber die Umsetzung war dann nicht so meins. Ich finde es sehr schade, dass es mir nicht so besonders gefallen hat. Ich glaube, ich habe dem 3 Sterne gegeben. Ich glaube, auf Goodreads habe ich dem 3 Sterne gegeben. Schwankte aber so zwischen 2 und 3 bei mir. Irgendwie so 2,5, 3 Sterne sind es und jetzt wo ich nochmal drüber rede, also es ist schon eben her, seitdem ich es gelesen habe und jetzt wo ich nochmal drüber rede, merke ich, dass ich es echt nicht mehr so gut fand. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich mega schlecht fand, aber es hat mich einfach überhaupt nicht gepackt und war so, es dümpelte so vor sich hin und es hätte irgendwie so cool sein können, aber wie gesagt, die Charaktere waren da für mich auch einfach
nicht besonders hilfreich. Ja, okay. Das war's dann hierzu. Und ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall noch in der Infobox. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da ja mal draufschauen und euch selber irgendwie ein Bild davon machen. Und ansonsten war's das mit dieser Rezension. Bis dann. Tschüss.